Servus oder so und herzlich willkommen zu diesem absolut verrückten FIFA 21 Video. Ich starte mal wieder ein absolutes Mammutprojekt, denn ich werde hier und heute mit dem schlechtesten Verein aus ganz FIFA 21 eine Sprint to Glory starten. Und man kann davon ausgehen, dass das eine Weile dauern wird. Der Verein kommt natürlich mal wieder aus Irland und heißt Waterford FC. Die konnten sogar 6 Meisterschaften und 2 Landespokale in ihrer Geschichte erringen. Gar nicht so verkehrt. Da gibt es so eine Seite FIFA-Index, da findet man die ganzen Teams und kann die halt nach Gesamtstärke sortieren. Ich verlinke es euch unten, da sind die auf alle Fälle auf Platz 1 beziehungsweise halt auf dem letzten Platz. Ja, gebt euch einfach mal nur deren Gesamtstärken. Der beste Spieler ist anscheinend der Keeper Murphy mit einer 60, ist aber halt auch 36 Jahre alt. Ansonsten spielt da jemand mit einer 49 Stamm, ein ZTM in der Innenverteidigung. Transferbudget liegt zum Start bei 602.000 Euro. Mit den neuen Marktwerten in FIFA 21 kann man da wenig anfangen. Aber ich schau mal, was ich rausholen kann. Bitte, bitte entlohnt die Riesenarbeit heute mit einem Daumen auf dem Video. Abonniert ansonsten gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Eieiei. Also ich habe definitiv Bock auf das Ganze, aber andererseits auch einen riesen Respekt davor, wie lange das jetzt alles dauern wird. Die Regeln sind die üblichen. Ich werde jedes einzelne Spiel schnell simulieren. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass wir hier einfach im Januar starten. Aber die Transferphasen sind natürlich die gleichen und vor allem da liegt der Fokus drauf. Und am Ende des Videos werde ich die Champions League gewinnen. In FIFA 19 oder so habe ich das auch schon mal durchgezogen. Da hat es um die 50 Minuten gedauert. Also ich meine, ihr seht die Videolänge ja jetzt schon. Ich habe da noch gar keine Vorstellung. Aber jetzt genug gelabert. Ich fange an, baue das Team um und dann wird eingekauft. Die 4-2-3-1-Formation passt am besten zum Kader. Das Verrückte ist nur einfach, es gibt keinen einzigen Spieler, der Innenverteidiger spielen kann hier. Also wirklich gar keinen. Deswegen habe ich da jetzt mal einen Rechtsverteidiger und einen ZTM hingepackt. Jetzt ist aber auch schon sowas von klar, auf welcher Position wir nachlegen müssen. Das größte Talent hier ist übrigens der gute Kut. Der ist 21 Jahre alt und hat ein 69er Potenzial, immerhin. Verträge habe ich schon einige verlängert, also eigentlich so ziemlich alle. Der ganze Kader hatte nur ein Jahr Vertrag. Das Gute ist, die haben alle ein bisschen weniger Geld als vorher akzeptiert. Bei Smith und Larkin muss ich nochmal nachbessern. Hat uns aber nochmal zumindest ein bisschen zusätzliches Gehaltsbudget eingebracht. Und es zählt halt wirklich jeder Euro. Ich suche jetzt auch direkt mal ein paar Innenverteidiger raus, die für uns in Frage kommen. 2 sehr interessante Kandidaten haben wir hier. Ich muss die aber jetzt auch erstmal scouten lassen, weil die Marktwerte auf so FIFA noch nicht stimmen. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, sind die Spieler auf der Transferliste. Ich habe auch gerade das erste Angebot erhalten für Dean Walsh. Das werde ich aber ablehnen, denn es war eine Laie mit Kaufoption. Und wenn, dann brauche ich das Geld sofort. Ansonsten bleibt der Typ halt einfach erstmal hier. Jetzt sind die Spieler gescoutet. Wir erhalten 240.000 Euro aus dem Vorbereitungsturnier. Sind aber da leider direkt in der Gruppenphase rausgeflogen. Aber ich meine, was erwartet man anderes vom schlechtesten Verein in ganz FIFA? Den O'Keefe kann man jetzt abgeben. Es sind auch vor allem zentrale Mittelfeldspieler auf der Transferliste, weil die einfach nicht mehr in unser System reinpassen jetzt. Und jetzt schaut doch einfach nur die Marktwerte in FIFA 21 an. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum der Bayram so viel günstiger ist als Airbnb. Leisten können wir uns wahrscheinlich beide. Aber dann ist der Geldbeutel halt leer. Ich versuch's jetzt einfach mal bei Bayram. Wie viel will Galatasaray für den haben? Bei 600.000 Euro nehmen sie an. Ja, dann nehme ich den Kollegen doch direkt mal mit. Gerade mal 16 Jahre alt, 83er Potenzial und der erste Innenverteidiger überhaupt im Kader von Waterford FC. Die Verpflichtung von Airbnb habe ich auch noch nicht ganz aufgegeben. Aber vorher müssen noch viele Spieler abgegeben werden. Das ist ja wirklich höchst interessant. Es sieht so aus, als würde ein Tauschdeal zustande kommen. Es geht um den John Martin hier. Er hat einen Marktwert von 240.000, die zahlen 240.000 und geben mir obendrauf noch den komischen Bargery da. Der ist auch gerade mal 19 Jahre alt. Das heißt, wir haben einen neuen Spieler verpflichtet, ohne es überhaupt zu wollen. Den kann ich leider nicht direkt verkaufen. Stattdessen muss dann halt Smith wahrscheinlich gehen. Das Problem ist halt, dass die Transferphase jetzt gleich vorbei ist. Eigentlich habe ich da noch 2 Deals gerade am Laufen. Zumindest eine Stunde kann ich ja noch weiter simulieren. Wir erhalten aber keine neue Nachricht. Die Top-Transfers bleiben bestehen. Jamie Vardy zu Barca sieht einfach so dermaßen falsch aus. Und wir haben jetzt ein Transferbudget von ca. 400.000 Euro. Wobei, so viel Gehaltsbudget brauchen wir eigentlich bei weitem nicht. 631.000 und das für einen neuen Innenverteidiger. Ich probiere es natürlich mal bei Airbnb, aber ich denke nicht, dass wir uns den leisten können. Und ich würde schon am liebsten einen Spieler kaufen und nicht irgendwie ausleihen oder irgendwas in die Richtung. Der Vertreter von FC Bayern 2 muss jetzt drüber nachdenken, aber das kannst du vergessen, die haben so um 1 Million
Millionen Euro gefordert und ich kann maximal 630.000 hinlegen. Ich suche mir da jetzt lieber noch einen anderen Spieler. Das ging jetzt ziemlich einfach, ziemlich schnell. Nathan Wood ist unser zweiter neuer Innenverteidiger. Marktwert von 725.000, ich habe 610.000 hingelegt. 81er Potenzial. Und er war sogar in meinem Video drin mit den besten FIFA 21 Talenten. Vor allem die Innenverteidigung, aber halt auch das Team insgesamt sieht jetzt schon viel, viel brauchbarer aus. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit bis in den Juli rein erreichen. Jetzt bin ich aber gespannt, welchen Tabellenplatz erreicht der schlechteste Verein in ganz FIFA 21 nach nur einer halben Saison, in der ich hier Trainer bin, man wird direkt mal Fünfter. Das ist natürlich schon richtig gut eigentlich. Die beiden Innenverteidiger konnten sich auch um jeweils eine Gesamtstärke steigern. McCurt ist derzeit leider verletzt. Transferbudget haben wir natürlich keins mehr für diese Transferphase jetzt. Aber da sind ja Spieler auf der Transferliste immer noch. Und wenn ich davon genügend losbekomme, kaufe ich uns wahrscheinlich einen weiteren Innenverteidiger oder vielleicht sogar einen Linksverteidiger. Mir fällt gerade auf, was ich eigentlich schon von Anfang an hätte machen können. Freie Spieler verpflichten. Andererseits will man es damit natürlich auch nicht übertreiben, weil das schon so ein bisschen Cheating ist. Machen wir es jetzt für den Start mal so. Ich verpflichte jede Transferphase zumindest einen freien Spieler. Ich schaue mal direkt mal an, was da so rumläuft. Boah, es geht los. 200.000 Euro für O'Keefe. Shane Griffin geht auch. Das bringt nochmal 160.000 Euro aufs Transferbudget. Und die Nummer da ist auch ganz interessant. Will Longbottom, das war so ein Stürmer. Wir bekommen 90.000 Euro für den. Und einen neuen Innenverteidiger. Den haben mir die einfach direkt angeboten. Das ist der gute Mann hier. 63er Gesamtstärke, damit der beste Spieler im Kader. Ist natürlich 34 Jahre alt, aber zumindest für kurze Zeit hilft er uns definitiv massiv weiter. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe ja diesen Martin abgegeben und das war eigentlich unser bester ZOM. Das Gute ist, der Smith kann die Position auch spielen. Das heißt, er ist da jetzt gesetzt und eigentlich wollte ich ihn dann auch von der Transferliste nehmen. Das Gute ist nur, auch dieses Jahr gibt es wieder den tollen Bug, dass man Spieler nicht von der Transferliste runternehmen kann. Ich drücke gerade 1 Million mal drauf. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber da passiert einfach gar nichts. Auch über die Teamzentrale funktioniert es nicht. Ich schaue gerade die freien Spieler durch, weil die Interessanten sind jetzt fertig gescoutet. Wir hätten da den Morenzo mit einer 69, aber viel besser finde ich den Vonlo Koulibaly. Ein Linksverteidiger. Auf der Position haben wir sowieso Bedarf. Bin ich nur mal gespannt, ob der auch Bock auf Waterford hat. Wir können den Spieler direkt ansprechen. Wird uns halt vermutlich ordentlich Gehalt kosten, aber dafür halt keine Ablöse. Und schon wechseln Koulibaly zum schlechtesten Verein aus ganz FIFA 21. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich nicht so viele freie Spieler verpflichten möchte, weil es einfach etwas overpowered ist. Ich meine, der hat halt direkt mal eine 69er Gesamtstärke. Das ist unglaublich für diese Mannschaft. Ich habe jetzt mal so zwischendrin in die Fußballschule reingeschaut und da sind eigentlich drei ganz interessante Spieler drin und die gehören ja gewissermaßen schon zum Kader, weil ich habe die nicht irgendwie gescoutet. Ich befördere die alle drei direkt mal zum Profi, auch wenn die teilweise kein Megapotenzial haben. Für die Mannschaft ist so Niklas Bauer immer noch richtig stark. Und vor allem haben wir damit jetzt 4 Innenverteidiger. Das heißt, auf der Position muss ich gar nicht mehr unbedingt nachlegen. Ich kann jetzt sogar noch mehr Spieler verkaufen, theoretisch. Den Innenverteidiger braucht der Kader nicht mehr, den Linksverteidiger auch nicht. Am ehesten sollten wir jetzt im ZDM nachbessern. Mal schauen, ob das noch was wird in der Transferphase. Uns geht so ein bisschen die Zeit aus, aber halt auch das Geld. Ein paar ganz interessante 6 habe ich uns hier rausgesucht. Das Scouting fehlt halt jetzt leider. Wobei der hier beginnt zum Beispiel mit einer 55er Gesamtstärke. Also ich probiere jetzt zumindest mal alle davon durch. Ey, und genau bei dem einen Spieler, von dem ich gerade gesprochen habe, bei dem funktioniert's. Die anderen Vereine haben einfach sofort abgelehnt. Nicht aber der Club von Warren Bondo. 56er Gesamtstärke, dafür aber 78 Potenzial und nur 280 gekostet. 280.000. Der ist damit jetzt nicht direkt Stammspieler, aber halt echt nicht mehr weit davon entfernt. Ihr seht die Top-Transfers und dann geht's ab ans Ende der Saison, beziehungsweise halt ans Ende des Jahres in den Dezember rein. Sie liegt hinter uns, die allererste Saison beim schlechtesten Verein aus ganz FIFA 21. Und wir schließen die Saison direkt mal als Vierter ab. Finde ich, ist schon eine ordentliche Leistung. Die Mannschaft hat sich ziemlich gut entwickelt. Murphy wird halt jetzt dann seine Karriere beenden, wobei Ryan sowieso schon besser ist. Trotzdem werde ich wahrscheinlich einen neuen Keeper verpflichten. Einen Pokalwettbewerb gibt es hier natürlich auch noch, den EA Sports Cup. Wir scheiden da leider im Halbfinale gegen Shelburne aus. Die Champions League ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Das gleiche gilt für die Euro League. Wir sind ja im Dezember. Hier läuft das alles ein bisschen anders, zumindest zeitlich. Unser bester Torschütze ist der Stürmer Curtis Byrne. Der ist halt auch schon 30 Jahre alt. Also auf der Position müssen wir wahrscheinlich ziemlich bald nachbessern. Aber das kommt dann alles in der zweiten Saison.
Die zweite Saison geht los. Vorbereitungsturnier habe ich natürlich schon ausgesucht. Besonders gespannt bin ich jetzt auf das neue Transferbudget. Das liegt bei 1,38 Millionen Euro. Und wie gesagt, Vorbereitungsturnier kommt ja auch noch. Wobei ich nicht glaube, dass wir da so viel rausholen. Aber mal schauen, man weiß ja nie. Verträge habe ich direkt mal schnell verlängert. Bei dem O'Brien, da geht es komischerweise gerade nicht. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ja, wie erwartet hatten wir im Vorbereitungsturnier mal wieder gar keine Chance. Gibt also nur den Trostpreis von 300.000 Euro. Ich sondiere auch gerade wieder natürlich den Markt der freien Spieler. Bevor wir da aber zuschlagen, verkaufen wir Maiken Tsongong. Und jetzt ist auch schon wieder Transfer Deadline Day. Das geht so schnell in dieser ersten Transferphase. Ich kaufe jetzt definitiv noch einen von den beiden Keepern hier. Unsere neue Nummer 1 kommt aus Griechenland. Der gute Mann heißt Konstantinos Tscholakis, hat ein 80er Potenzial. 920.000 habe ich für den bezahlt. Wegen dem Geld habe ich mich gegen Batsumi entschieden, weil da hätte ich 1,3 Millionen auf den Tisch legen müssen. Und der Aufpreis lohnt sich da einfach nett. So sieht die Mannschaft jetzt aus. Wegen den freien Spielern können wir natürlich noch mal schauen. Wobei da einige immer noch gescoutet werden. Ach komm, ich warte noch. Die freien Spieler kann man ja auch außerhalb der Transferphase verpflichten. Top-Transfers im Januar waren Immobile, Neves und Guerrero. Einen Monat später haben wir den ex-freien Spieler im Kader. Er heißt Mohamed Hani. Hat direkt mal eine 72er Gesamtstärke. Verdient halt richtig, richtig viel. Und deswegen habe ich Angst, dass ich gleich rausgeworfen werde. Wenn das passieren sollte, ich habe extra noch mal abgespeichert. Da muss ich halt einen anderen Spieler verpflichten, leider. Mir wurde nicht gekündigt. Wir durften den Spieler also behalten und stehen damit in der Liga leider nur als Fünfter da. Da hatte ich mir schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Es gab aber halt zwischenzeitlich so ein bisschen Probleme mit der Sharpness, mit der Bissigkeit. Das ist tatsächlich auch immer noch so. Zumindest bei einzelnen Spielern. Es lag daran, dass beim Training irgendwie ganz komische Sachen eingestellt waren. Jetzt hat sich zumindest schon mal etwas normalisiert. Unser Transferbudget liegt bei ordentlichen 840.000. Und natürlich die Transferliste. Sie ist immer noch gut gefüllt. Ich verkaufe nicht nur Sobo Vale. Nein, auch unser bester Stürmer bis hierhin, Curtis Byrne, geht. Aber der war jetzt auch schon 31 Jahre alt auf dem absteigenden Ast. Und da vorne möchte ich jetzt nachlegen mit 1,25 Millionen Euro. Und ich schnapp uns da einen richtig, richtig interessanten Jungen namens Ricky J. Jones für eine Summe von 1,23 Millionen Euro. Der hat ein 82er Potenzial und das allerbeste an ihm ist definitiv sein Tempo. Das liegt jetzt schon bei 92. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wo das noch hinführt. Derek Power werde ich los. Boy, und den Wilson muss ich halt eigentlich auch hergeben für 1,4 Millionen. Das ist nur unser Backup-Linksverteidiger. Mit dem Geld kann man so viel anstellen. Und so schnell geht das dann. So bricht der Transfer Deadline Day an und Waterford FC hat ein Budget von 1,13 Millionen Euro. Am ersten bräuchten wir einen neuen Sechser. Es sind halt nur überhaupt keine Spieler für die Position gescoutet. Da waren doch welche gescoutet. Am liebsten hätte ich Radulovic gehabt, aber den konnte ich mir leider ganz knapp nicht leisten. Also wurde es jetzt der gute Dean Campbell. Der bringt ein 78er Potenzial mit und verstärkt uns sofort. In der letzten Stunde der Transferphase werde ich den Robby los. Kein Plan, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Das war einer der bisherigen ZDMs, aber da haben wir jetzt mit Campbell einen neuen Mann. 322.000 Euro liegen jetzt rum. Damit kannst du die Mannschaft leider mittlerweile nicht mehr verstärken. Die Top-Transfers Martinez, Emerson und Luis Alberto. Für uns geht es jetzt ans Ende der zweiten Saison. Und ich hoffe halt doch, dass wir noch irgendwie besser abschneiden als in der ersten, weil bis jetzt sieht es nicht danach aus. Wir haben den 22. Dezember 2021. Es ist kurz vor Weihnachten und Waterford FC wird Vierter. Das ist dann doch nochmal eine minimale Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Nichtsdestotrotz, mit dieser Mannschaft hier sollte da doch wohl mehr möglich sein. Im Pokal verlieren wir leider das Finale. Das hätte sein können, der erste Titel. Hat Kut wohl immer noch nicht genügend Tore geschossen. Der Haney steht einfach bei 9 als Rechtsverteidiger. Aber generell haben wir viel mehr Tore geschossen als letztes Jahr. Der beste Vorlagengeber ist Adam Rösch, ein Schweizer. Das war sie, also die zweite Saison. Ey, in der dritten müssen wir aber jetzt endlich so richtig oben mitspielen. Saison 3 mit Waterford und jetzt gebt euch einfach mal dieses Transferbudget. 2,11 Millionen Euro und das natürlich noch ohne Vorbereitungsturnier. Jetzt habe ich noch den ein oder anderen Vertrag verlängert und zack, es ist noch ein bisschen mehr Geld geworden. Was zur Hölle ist das denn bitte? Jetzt werde ich am 2.1. rausgeworfen? Warum? Ich habe nur Gehalte verringert. Ich habe niemandem mehr Gehalt als vorher gegeben. Wie kaputt ist dieses Spiel bitte immer noch? Also
Also ohne Mist, das ist das Problem bei FIFA 21. Beziehungsweise generell beim Karrieremodus. Die sollen mal aufhören, immer neue Features reinzubauen. Die sollen viel lieber die alten Bugs beheben und endlich dafür sorgen, dass das Spiel richtig funktioniert. So, das musste einfach mal gesagt sein. Ich habe natürlich zu Beginn der Saison gespeichert. Das heißt, viel ist nicht verloren gegangen. Ich darf halt jetzt nur keine Verträge verlängern. Also ich denke mal, es geht vor allem um Mohamed Hani. Der verdient 7.400. Ich habe es auf 5.000 oder so runtergesenkt. Und deswegen werde ich dann rausgeworfen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Bei Koulibaly und Hani werde ich den Vertrag auslaufen lassen. Vielleicht kann ich sie mir dann als freie Spieler wieder zurückholen. Ey, es ist so lächerlich. Zumindest einen richtig guten Spieler muss ich noch verpflichten. In dieser Transferphase, die ist nämlich jetzt gleich dann wieder vorbei. Cartagena hat ein Potenzial von 81. Ihr seht hier noch viele andere Kandidaten für die Position. Den ein oder anderen freien Spieler, die werden auch gescoutet. Aber wir haben leider nicht so viele Scouts und ich möchte da kein Geld für die ausgeben. Das heißt, das dauert immer ein bisschen. Den freien Spieler hole ich dann einfach im Sommer dazu. Die 10 Stunden simuliere ich schnell weg. Top-Transfers, Richarlison, Griezmann und Zakaria. Ich simuliere jetzt mal einen Monat weiter und dann schaue ich wieder nach den freien Spielern. Mittlerweile sind wir im April und ich werde jetzt für eine bestimmte Position einen freien Spieler verpflichten. Und zwar braucht der Kader noch einen Linksverteidiger. Da habe ich die besseren alle gescoutet. Und die besten Spieler wären jetzt dieser Luis Rocha und Tim Söderström. Ich entscheide mich aber für den Brasilianer hier, weil der ist gerade mal 19 Jahre alt, hat bestimmt noch ein bisschen Potenzial. Und es ist sowieso nur ein Backup-Spieler, der muss gar nicht so gut sein. Die große Transferphase beginnt. Aber viel interessanter ist eigentlich die Tabellenplatzierung. Es wird nicht wirklich besser. Wir sind nach wie vor gerade mal Fünfter. Ich verstehe es nicht so recht. Der Pokal hat noch keine Aussagekraft. Transferbudget liegt bei 600.000. Die Mannschaft ist doch eigentlich richtig, richtig stark. Also für die irische Liga halt. Wir haben auch ein paar sehr gute Backups. So richtig verstehen tue ich es nicht. Jetzt habe ich es auch gerade geschafft, die Verträge zu verlängern. Es klappt also doch bei Koulibaly und Hani. Nur Weitz' Vertrag kann ich nicht verlängern, weil der unbedingt weg will. Also verkaufe ich den vielleicht noch in der Transferphase und hole uns dann einen neuen linken Mittelfeldspieler dazu. Jake Davidson verkauft nochmal wichtige 80k. Also die können halt echt noch richtig wichtig werden. Wie versprochen gebe ich weit ab, aber ich verkaufe auch Ricky Chade Jones für 7,1 Millionen Euro. Und das war so eigentlich nicht geplant. Aber das Angebot war einfach so gut, das konnte ich nicht ablehnen. Und jetzt haben wir so viel Geld rumliegen wie noch nie zuvor. Ach, wie krass ist das denn bitte? Wir spielen einfach Euroleague. Das sehe ich jetzt erst. Also ich denke mal, es ist die Qualifikation. Also noch spielen wir nicht so richtig Euroleague. Aber wir haben theoretisch einfach die Chance dazu. Wir holen uns jetzt einen neuen linken Mittelfeldspieler ran. Alex Meiten. Kostet gerade mal 1,4 wegen einer Ausstiegsklausel. Der verdient halt jetzt auch richtig viel Kohle bei uns. 8.900 Euro pro Woche. Ich hoffe, ich werde nicht rausgeworfen deswegen. Ich meine, es war ja trotzdem ein richtig, richtig geiler Deal. Es scheint so, als dürfte ich im Amt bleiben. Das ist das Rückspiel in der Euroleague-Qualifikation. Das Hinspiel haben wir 2:2 gespielt. Aber es ist halt eigentlich unmöglich, jetzt vorher noch einen guten Stürmer zu bekommen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit keine Scouting-Kapazitäten. Das heißt, wir fangen jetzt dann erst damit an. 4 Kandidaten sind es jetzt. Die meisten kommen ja immer nicht in Frage. Das habe ich euch bis jetzt noch gar nicht mitgeteilt, weil sie sich nicht neu orientieren wollen. Also ein Beispiel dafür ist Santiago Jiménez. Ihr seht, der spielt bei Neapel und deswegen ist er nicht bereit, sich neu zu orientieren. Und das gilt für alle Top-Ligen. Auch teilweise für die portugiesische Liga. Also aus allen richtig guten Ligen werde ich in dieser gesamten Karriere keinen einzigen Spieler verpflichten können. Das macht es natürlich noch mal extra schwer und sorgt dafür, dass ich die großen Talente natürlich auch sehr gerne hier behalte. Jetzt aber gehen wir das Rückspiel in der Europa League Qualifikation an. Ich drücke auf Schnellsimulation und wir gewinnen mit 2:1. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon direkt qualifiziert sind oder ob es da nicht noch eine zweite Runde gibt. Es gibt eine zweite Runde gegen AZ Alkmaar. Da wird es nicht unbedingt einfacher. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja einen neuen Stürmer. Wobei das ehrlich gesagt ziemlich unwahrscheinlich ist. Diesen Larkin habe ich jetzt ausgeliehen. Das ist einer von den zentralen Mittelfeldspielern, die ich nie losgeworden bin. Jetzt einfach Laie mit Kaufoption, weg mit dem. Das Hinspiel gegen Alkmaar verlieren wir mit 2:0. Und das Rückspiel gewinnt Alkmaar mit dem gleichen Ergebnis. Das bedeutet, es gibt leider keine Europa League für uns. Also zumindest erstmal. Man muss aber auch ehrlich sagen, diese Mannschaft ist einfach noch nicht gut genug für die Europa League. Es ist schon wieder Transfer Deadline Day. Das bedeutet, mehr Scouting-Info bekomme ich nicht mehr. Das ist ziemlich schade. Das heißt, ich muss eigentlich den Cuesta kaufen. Tillmann und dann Thies sind
nicht gescoutet. Ich kann jetzt, wenn dann, hier in die Taktikvorlagen reingehen. Bringt aber auch nichts, weil Tillmann nicht in der Startelf ist. Ich sehe halt nicht ein, dass ich jetzt 3 Millionen oder für mich auch nur 800.000 für einen neuen Scout ausgebe. Ja, einen solchen können wir mitnehmen für 19.000. Aber ob das halt wirklich was bringt? Ja, ich verpflichte jetzt einfach Juan Manuel Cuesta. Für 3,9 Millionen kommt er zu uns. Das heißt, wir haben nicht mal das ganze Budget ausgegeben. 733.000 plus 6.000 Euro Gehaltsbudget liegt da noch rum. Aber das heben wir uns höchstwahrscheinlich für die nächste Transferphase auf. Genauso ist es. Den Transfer nehme ich jetzt nicht an. Normalerweise hätte ich es gemacht, aber es sind sowieso nur noch 2 Stunden auf der Uhr. Das heißt, der Deal wäre nicht mehr durchgegangen. Top-Transfers sind Ndidi, Lo Celso und Ellie. Eine Sache fuckt mich ziemlich ab. Wieso hat Cuesta minus 7 als Stürmer? Ich meine, der kann die Position spielen. Das steht da bei seinen Positionen. Deswegen habe ich im Entwicklungsplan jetzt schon mal eingestellt, dass er Stürmer lernt. Dann wird das zu seiner ersten Position. Und da wird das Problem hoffentlich gelöst. Wir springen zum Weihnachtsfest 2022. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr geschenkt bekommen habt. Unsere Spieler bekommen auf alle Fälle den 2. Tabellenplatz geschenkt. Gut, was heißt geschenkt? Die haben dafür hart arbeiten müssen. Ist aber schon eine richtig, richtig starke Leistung. Heißt aber, glaube ich, auch wieder Europa League Qualifikation. Wir gewinnen den Pokal zum ersten Mal. Und ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass wir in der nächsten Saison schon den Titel angreifen können. Bohemian ist schon ziemlich stark, aber wir haben natürlich eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Wie lange braucht der Cuesta noch für seine neue Position? 38 Wochen sind übrig. Wie viele Tore hat er geschossen? Er kommt gerade mal auf 2. Der beste Torschütze ist Rösch mit 20 Buden. Dann kommt Kut mit 15. Der geht halt echt richtig ab, der Kut. Rösch auch am meisten Torvorlagen. Also auf der eine absolute Maschine aus unserer Jugend raus. Larkin wurde gekauft. Der hat ja eine Kaufoption in seinem Vertrag drin. Und damit war es das von der 3. Saison. Für mich ist es ein neuer Aufnahmetag, für euch nur eine neue Saison. Transferbudget liegt jetzt bei immerhin 2,99 Millionen Euro. Damit kann man einiges anfangen. In erster Linie hätte ich gerne einen weiteren Innenverteidiger. Hab O'Brien deswegen schon auf die Transferliste gesetzt. Ich finde, der sieht halt so krass aus wie der eine Typ von Haus des Geldes. Das ist ja nicht mehr normal. Verträge muss ich auf jeden Fall gleich noch den ein oder anderen hier verlängern. Aber das speichere ich besser vorher noch ab. Das scheint zum Glück alles ganz gut geklappt zu haben. Also wir wurden nicht rausgeworfen. Die freien Spieler werden natürlich wieder gescoutet. Und genau da finden wir auch direkt unseren neuen Innenverteidiger. Ich habe den jetzt 0,0 gescoutet, aber er wollte direkt ein Schlüsselspieler sein. Hat eine 75er Gesamtstärke. Astals Barrera. 12 Millionen Marktwert könnte der Region von Sergio Ramos oder Piqué sein. Ich sage ja, die freien Spieler sind teilweise echt ein richtiger Cheat. Aber davon hole ich mir ja bloß einen pro Saison. Ansonsten könnte der Kader jetzt eigentlich immer noch einen Stürmer vertragen, weil Walsh ist halt auch nicht gerade der Beste für die Position. Und mit dem Geld aus dem Vorbereitungsturnier, da sind wir zum ersten Mal zumindest bis ins Halbfinale vorgedrungen, kaufe ich uns Malik Tillmann. Der hat ein 82er Potenzial und hat mich gerade mal 3,5 Millionen Euro gekostet. Der geht jetzt in den Sturm, dafür wechselt Cuesta auf die linke Seite. Dann braucht der jetzt auch nicht mehr Stürmer zu trainieren. Berlin verlässt uns für 70.000 Euro. Eigentlich haben wir schon noch ein bisschen Kohle jetzt, aber damit kann ich den Kader halt nicht wirklich ernsthaft verstärken. Da müsste sich noch irgendjemand verkaufen. Aber das passiert erwartungsgemäß nicht. Brand zu City, Strakosha zu Bayern, Greenwood zu Tottenham. Das waren die teuersten Transfers. Wir hatten in der Theorie einiges in der Pipeline, aber wurde natürlich alles abgebrochen, weil die viel zu lange gebraucht haben. Aber vielleicht klappt es ja dann im Sommer. Also von dem, was ich gesehen habe, gehe ich davon aus, dass die Mannschaft ziemlich zerstört hat. Wir sind zum allerersten Mal Erster nach einer Hinrunde, haben nur ein einziges Mal verloren. Das ist also definitiv die Bestätigung, wir haben zerstört. Die Mannschaft ist aber halt auch richtig brutal stark für die irische Liga. Und die soll möglicherweise noch stärker werden, mal schauen. Ich bereite die Verpflichtung eines Linksverteidigers vor, indem ich Koulibaly, den 31-jährigen Linksverteidiger, den wir von den freien Spielern haben, für 2,45 Millionen verkaufe. Außerdem habe ich Nathan Wood abgegeben für 18,6 Millionen. Ich konnte nicht widerstehen. Und jetzt haben wir ein Budget von 16,32 Millionen Euro rumliegen. Als erstes kaufe ich einen Linksverteidiger und dann holen wir uns einen neuen, richtig starken Innenverteidiger. Oder wir kaufen einfach beides auf einmal. Jeweils über eine Freigabesumme. Sonst hätte ich die auch gar nicht bekommen. Die hätten keinen Bock gehabt auf die irische Liga. Wenn man die dann aber über eine Freigabesumme kauft, dann haben sie auf einmal Bock, sich neu zu orientieren. Unsere Mannschaft wird damit nochmal deutlich besser. Wir haben immer noch 9 Millionen
Millionen rumliegen. Nur scouten kann ich jetzt halt nicht mehr. Und das ist vor allem deswegen krass, weil ich auch noch unseren Torhüter verkaufe für 18 Millionen. Der hat einen Marktwert von 9. Also das musste ich akzeptieren. Wir haben 22 Millionen. Und ich kann theoretisch alles in einen einzigen Keeper investieren. Christian Früchtel kommt zu Waterford FC. Und das für einen Preis von 11,5 Millionen Euro. Ich hatte keinerlei Scouting-Info. Das hat es echt schwierig gemacht. Nichtsdestotrotz ist es ein ordentlicher Deal. Der FC Bayern 2 ist halt so eine praktische Mannschaft, weil da spielen richtig gute Talente, die zählen aber als Drittligaspieler. Und deswegen kann ich die halt verpflichten. Und jetzt kommt auch noch Yusuf Demir. Den habe ich mir so gerade noch leisten können. Weiterverkaufsgebühr von 22% oder so. Also eigentlich viel zu viel. Aber anders hätte es nicht geklappt. Und der ist ab sofort gesetzt im offensiven Mittelfeld bei uns. Ey, das war halt bis jetzt mit Abstand die heftigste Transferphase, was wir jetzt einfach für eine Mannschaft haben. Und die muss doch eigentlich die irische Liga gewinnen. Und ihr seht, Euroleague spielen wir noch dazu. Unter anderem geht's da einfach gegen Liverpool. Waterford FC wird zum absoluten irischen Top-Team. Also zumindest erstmal in Irland, Europa kommt dann noch. EA Sports Cup gewinnen wir auch. In der UEFA Europa League überstehen wir die Gruppenphase leider nicht, werden nur Dritter. Aber in der Hinsicht haben wir auf alle Fälle noch Zeit. Der Top-Torschütze von Waterford ist mit Abstand Tillmann. Wobei Kut auch wieder ordentlich abliefert. Der hat mittlerweile eine 78er Gesamtstärke. Ihr erinnert euch bestimmt noch, zu Beginn habe ich gesagt, das ist das größte Talent im Verein. Aber sein Potenzial liegt halt irgendwie bei 69, also da ist er schon ganz weit drüber. In der 5. Saison spielen wir auch wieder Euroleague und dieses Mal will ich auf alle Fälle über die Gruppenphase hinauskommen. Dafür soll der Kader verstärkt werden, mit 7,5 Millionen ist das definitiv möglich. Von den freien Spielern habe ich einfach direkt mal den Kollegen hier mitgenommen. Ich versuche seinen Namen gar nicht erst auszusprechen. Ist doch vermutlich der Region von Dries Mertens. Ich sag's nochmal, es ist so praktisch in dieser Karriere einen Verein wie den FC Bayern 2 zu haben. Da kommt Angelo Stiller her, gekauft für 2,9 Millionen über eine Freigabesumme natürlich. Ich habe noch nach einer Verstärkung auf der 6er Position gesucht. Noch eine Stunde auf der Transferuhr und da drüben steht ja auch, Top-Torjäger Tillmann ist heiß begehrt. Und er war sowas von heiß begehrt in dieser Transferphase. Und eigentlich hatte ich da ein Angebot angenommen. Und das war, glaube ich, sogar noch vor dem Transfer-Deadline-Day. 30,4 Millionen für den. Aber es dauert einfach wieder zu lange. Das heißt, er wird hier bleiben. Wir haben noch 10 Millionen circa. Zum Glück ist Geld ausgeben ziemlich einfach. Ich hole noch einen weiteren Außenverteidiger ran. Der Gute heißt Amar Dedic. Kann sowohl rechts als auch links spielen. Ja, und das war's vom Januar. Wir haben halt eigentlich auch wieder so viele Spiele auf der Transferliste, aber die will halt einfach keiner haben. Also, dass wir Erster in der Tabelle sind, ist ja wohl gar keine Frage. Wobei es gar nicht mal so klar ist. Bohemian ist ganz schön nah dran. Der Pokal startet erst später. Transferbudget liegt bei 2 Millionen, damit ihr da Bescheid wisst. Und weiter geht's. Wir brauchen jetzt einen Außenverteidiger weniger, also musste Saar Madeira dran glauben. McCurt ist verkauft. Wenn ich weiß, wer das ist, das war so ein komplett unwichtiger Spieler. Der war von Beginn an dabei, hat eine 60er Gesamtstärke, braucht keiner mehr mittlerweile. Man nennt es auch eine Kaderleiche. Wir spielen einfach Champions League. Es ist übrigens erstmal nur die Champions League Qualität. Also noch sind wir nicht dabei. Tillmann wechselt für 67 Millionen zu Florenz. Überlegt mal, wenn ich den letzte Transferphase verkauft hätte, was hier für Summen unterwegs sind. 95 Millionen ist mir aber ehrlich gesagt nicht genügend. Da kann man schon noch mehr rausholen. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Stürmer. Geld ist auf alle Fälle mehr als genug dafür da. Den Wolsch gebe ich übrigens jetzt mal frei. Kostet uns fast gar nichts. Und was sucht der noch im Kader? Ich werde ihn einfach nicht los. Dann können wir das gleiche auch noch bei vielen treiben. Ey, es ist so schwer, brauchbare Spieler zu finden. Unser neuer Stürmer ist ein Grieche, kommt aus der griechischen Liga, Christos Cholis, 81er Gesamtstärke für 45 Millionen. Der hat ein Potenzial von 85. Aber genau dieser Faktor, dass es halt so schwer ist, neue gute Spieler ranzukommen, sorgt dafür, dass ich Spieler noch viel ungerner verkaufe. Ist ja so schon nicht mein allerliebstes Ding. Hier seht ihr übrigens die Regens von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Cristiano Ronaldos Regen spielt einfach bei Köln. Beide wollen sich natürlich nicht neu orientieren. Kommt für uns also nicht in Frage. Außer sie halten irgendwann eine Freigabesumme. Das Budget haben wir derzeit aber sowieso nicht. Für die Champions League haben wir uns übrigens qualifiziert. Das heißt, theoretisch könnten wir dieses Video in der nächsten Saison abschließen. Aber das ist natürlich schon verdammt unwahrscheinlich, überhaupt, dass wir die Gruppenphase überstehen in der Champions League. Das hat nicht geklappt, das sieht man hier. Spielen jetzt nämlich in der Euroleague mit. In der Champions League wurden wir dementsprechend Gruppendritter hinter Barca und Dortmund. Ist aber auch eine heftige Gruppe. Die irische Liga gewinnen wir dafür. Ziemlich eindeutig, aber ich gehe davon aus, dass wir die jetzt einfach jedes Jahr holen. Auch der Pokal ist unser. Ein Double nach dem anderen. Der Top-Torschütze ist gut. Cholis hat komischerweise nur 5 Einsätze bekommen. Ich hoffe mal, dass der verletzt war. Top-Vorlagengeber ist Angelo Stiller.
Hersteller, ey, diesen Namen auszusprechen von dem Typen, versuch's mal ein paar Mal nacheinander. Ein halber Zungenbrecher. Der Vorstand mag uns auf alle Fälle. 93er Managerbewertung. Ich gehe mal auch davon aus, dass die Fans uns lieben bei den ganzen Titeln, die wir hier zu Wort davor holen. Aber natürlich, wir wollen die Champions League. 22 Millionen Euro dafür fast als Transferbudget. Ist die Frage, ob ich halt jetzt schon wieder einen neuen Linksverteidiger kaufe. Und die freien Spieler muss ich mir ja auch wieder reinziehen. Also das Transferfenster ist gleich vorbei. Ich möchte auf alle Fälle einen Torhüter von den freien Spielern verpflichten. Aber die werden halt gerade noch gescoutet. Ich weiß halt echt nicht, was ich mir kaufen soll mit dem Geld. Außer natürlich, ich werde den Campbell jetzt dann noch los. Aber das klappt leider nicht. Den will ich deswegen loswerden, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft und ich ihn nicht verlängern kann, weil er irgendwie unzufrieden ist oder so. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kaufe uns jetzt zumindest einen richtig guten Scout mit 2x5 Sternen für 4 Millionen Euro, damit das halt endlich vielleicht mal ein bisschen schneller klappt. Weil aktuell brauchen die immer einen Monat für einen einzigen Spieler. Und dann verschieben wir die Transfers einfach in den Juli. Als erstes holen wir uns gleich definitiv einen Keeper. Erstmal natürlich Ligatabelle. Wir sind Erster, keine große Überraschung. Der Cup läuft noch nicht. In der Champions League spielen wir natürlich mal wieder die Quali-Runde. Anders geht das gar nicht. Aber mit der Mannschaft werden wir uns das safe qualifizieren. Da haben wir ihn, den angekündigten Keeper. Ich wollte einfach jemanden haben mit mindestens einer 70er Gesamtstärke. Parera Pizza hat eine 71. Dieser Ryan da ist mittlerweile einfach viel zu schlecht. Gebt euch einfach den Markt jetzt von Alistair Coote. Da steht 145 Millionen. Und die bieten mir Shackleton plus 139. Der ist halt von Beginn an dabei, der Typ. Ich will ihn auch gern weiterhin hier behalten. Campbell bekomme ich leider nicht mehr verkauft. Der hat einen Vorvertrag bei Santos Laguna unterschrieben. Ryan verkauft. Ich habe uns jetzt einfach zwei Sechser auf einen Schlag gekauft. Den einen für 5,7 Millionen. Den anderen für 6,8. Beide Male ein absoluter Megaschnapper. Die haben so 83er Potenzial. Sind aber halt nicht mal Stammspieler bei uns. Caceres schafft es nicht mal auf die Bank, aber wir müssen den Kader ja sowieso dringend in der Breite verstärken. Damit haben wir auch die Transferphase durchgespielt. Top-Transfers Longley, Greenwood und Almada. Semion haben wir noch übrig und ich kaufe jetzt einfach noch einen Scout. Einfach, weil ich es kann. Geld ist übrig. Wir ballern nochmal 2,8 Millionen raus. Das reicht eigentlich. Und jetzt muss ich mir um Scouting auf alle Fälle keine Sorgen mehr machen. Ich mache mir eher Sorgen ums Weiterkommen in der Champions League. Wir haben uns wieder für den Wettbewerb qualifiziert, wurden aber erneut nur Dritter in der Gruppe. Was man daran sieht, dass wir jetzt an der schönen Europa League teilnehmen dürfen. Liverpool und Piemonte Calcio, was haben wir bitte immer für Gegner? Ihr seht den UEFA Superpokal, EA Sports Cup gewinnen wir. Wie jedes Jahr und das gleiche sollte auch für die Liga gelten, genau. Aber schon schade, dass wir mit der Mannschaft nicht Champions League spielen. Wundert mich ehrlich gesagt. Gerade auch in der Breite sind wir eigentlich ziemlich stark besetzt. Der Caceres kann jetzt hier auf die Bank mit seiner 80. Dem hier schießt am meisten Tore. Bei den Vorlagen ist Coote ganz vorne. Man muss halt echt sagen, dieser Cholis, da spielt einfach überhaupt keine Rolle. Der automatische Trainer will den nicht einsetzen. Einfach nur, weil Stürmer nicht seine erste Position ist. Und er braucht noch 71 Wochen, um es so richtig zu lernen. In Anführungszeichen. Saison Nummer 7. Aber es war ja klar, dass es mindestens so lange dauern würde. Und ich glaube auch nicht, dass das die letzte Saison wird. Kann ja auch gar nicht so sein, weil wir nur in der Euroleague mitspielen. Ich glaube, ich habe einen sehr intelligenten Move gemacht. Und zwar habe ich die ganzen Top-Ligen nach Spielern mit Freigabesumme durchsucht. Und das sind einige sehr, sehr interessante Deals dabei. Die meisten davon können wir uns aktuell noch nicht leisten. Aber das kann sich ja ziemlich bald ändern. Ich werde wieder Spieler freigeben. Einmal diesen Bargery hier. Dann noch Matty Smith. Und Maiten muss ich verkaufen. Da läuft der Vertrag aus und der hat keinen Bock zu verlängern. Und ich hole da auch schon direkt Ersatz. Justin Kluivert, denn der kann auch im rechten Mittelfeld spielen. Ist aber natürlich erstmal auf links zu Hause anstelle von Cuesta. Und auch Fitzgerald muss den Club leider verlassen, denn ich muss Petri einfach haben. Der verdient natürlich jetzt sau viel Kohle. Aber 16 Millionen Euro, das ist der ultimative Schnapper. Maiten bringt uns nochmal minimal Geld ein. Den Sanketta muss ich noch mitnehmen. Der ist auch wieder so extra günstig. Für 11,5 Millionen, 83er. Dafür setze ich Rösch auf die Leihliste, weil der hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Ich will den nicht verkaufen. Ich will aber auch nicht dem hier hergeben. Eine ereignisreiche Transferphase geht zu Ende. Und ich habe nicht mal die ganze Kohle ausgegeben. Wir haben noch 30 Millionen Euro, aber die hebe ich mir lieber auf. In der Hoffnung, dass ich in der nächsten Transferphase noch irgendeinen von den Spielern hier bekomme. Eigentlich bräuchten wir halt vor allem einen Stürmer. Aber das ist jetzt alles erstmal Zukunftsmusik.
1. Juli 2026. Ich bin gerade etwas verwundert. Und dabei geht es mir nicht um die Liga-Platzierung, sondern um die Europa League. Die Spiele sind halt auch einfach alle aus dem Kalender rausgelöscht. Wenn man hier mal durchschaut, das sind da einfach überhaupt keine Europa League-Spiele. Und unter meiner Karriere steht da auch NV. Das ist schon alles echt ein bisschen blöd gemacht. Aber gut, wir konzentrieren uns ja sowieso auf die Champions League. Europa League ist nicht so wichtig. Schaut euch die Mannschaft an. Kut ist der beste Spieler mit einer 90er Gesamtstärke. Dieser Hani baut leider mittlerweile ab. Das ist immer noch der Typ, den wir aus den freien Spielern raus haben. Also teilweise ist die Entwicklung so übel. Rush spielt für 2 Jahre bei Bristol City. Theoretisch können wir den natürlich jederzeit wieder zurückholen. Ich habe mich jetzt entschieden, den Hani für 93,7 Millionen an Southampton zu verkaufen. Aber bekommen wir halt jetzt einen Rechtsverteidiger mit einer ähnlichen Qualität? Das ist eher fraglich. Weil die ganzen Spieler aus den Top-Ligen kann ich ja nicht kaufen. Und einen Rechtsverteidiger mit Freigabesumme findet man hier auch nicht, wenn er nur Linksverteidiger. Aber stimmt, geht jetzt kann ja auch rechts spielen. Das heißt, wir kaufen uns einfach einen Linksverteidiger. Und klar, Mendy hat eine Gesamtstärke mehr, aber Estupinan ist dafür 3 Jahre jünger und deutlich, deutlich günstiger. Also entscheide ich mich natürlich für den Ecuadorianer. Den habe ich auch noch nie im Karrieremodus verpflichtet. Dieser Bauer, ey, den haben wir ganz am Anfang aus der Fußballschule rausgezogen. Der hatte immer noch irgendwie eine 60er Gesamtstärke, ein bisschen mehr, war auf alle viel zu schlecht, musste weg. Und am liebsten hätte ich auch einen neuen Innenverteidiger oder halt Stürmer. Eins von beidem. Nur wird das mit dem Geld halt ziemlich unmöglich. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich weiß halt nur nicht, wie zufriedenstellend die jetzt ist. Ethan Empedu 84er Potenzial, aber halt nur eine 80er Gesamtstärke. Der bringt uns halt jetzt nicht sonderlich weit nach vorne. Aber für mehr ist das Geld halt nicht da. Wir sind schließlich kein Tottenham, Bayern oder Liverpool. Krass, dass sich Bayern einfach Tillmann zurückgeholt hat. Dieses Mal aber in die erste Mannschaft. Cuesta habe ich jetzt als Stürmer wieder reingestellt. Der ist einfach deutlich besser als Cholis, der sich auch 0,0 weiterentwickelt. Kut hat eine 92er Gesamtstärke. Also mittlerweile müssen wir uns auf alle Fälle mit der Mannschaft für die K.O.-Phase in der Champions League qualifizieren. Und wir sehen da ja auch schon einen Sieg gegen Tottenham. Also das ist ein eindeutiges Zeichen. Wir stehen im Achtelfinale, treffen dort halt direkt auf den FC Bayern. Wurden Zweiter in der Gruppe. UEFA Superpokalsieger ist der AC Mailand. In der Liga werden wir natürlich Erster. Dieses Mal sogar ohne eine einzige Niederlage gewinnen den Pokal. Aber das haben wir sowieso abonniert alles. Am meisten Tore schießt Kut zusammen mit Cuesta. Wir haben ein paar Spieler mit 9 Torvorlagen. Also generell ist es mittlerweile eine Mannschaft, die sich in der Champions League nicht verstecken muss. Das sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Saison. 8. Saison für mich, Aufnahmetag 3. Das Transferbudget ist mittlerweile auf unglaubliche 61 Millionen Euro angestiegen. Und ich habe sehr gute Spieler auf die Transferliste gesetzt. Einmal den Ojan Sanket und dann noch Christos Zolis. Das alles natürlich mit einem Plan im Hinterkopf. Was ist denn bitte mit meinem Trainermodell passiert? Das sieht ja jetzt komplett anders aus. Ich hoffe mal, das ist nicht in jedem Karrieremodus so. Also es gab halt jetzt ein neues Update. Ich wollte eigentlich nur ganz entspannt den Vertrag von Kut verlängern. Und da muss ich sowas sehen. Den Manager bearbeiten sieht er aber immer noch genauso aus. Vielleicht war es auch nur eine einmalige Geschichte. Das war es tatsächlich nicht, wie man hier sehen kann. Ein Bug wird behoben und ein neuer kommt rein. Aber vielleicht ist es ja auch nur bei mir so. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie es bei euch war oder ist. Cholis ist noch nicht verkauft, aber ich kann jetzt seine Position ändern und ihn damit zum Stürmer machen. Verkaufen möchte ich ihn trotzdem weiterhin. Und ich dachte auch, dass mir das gelingen würde, weil eigentlich gibt es da ein akzeptiertes Transferangebot. Aber wir bekommen mal wieder keine Bestätigung. Schaut euch das an. 35,7 Millionen. Wann habe ich das akzeptiert? Wahrscheinlich irgendwann am 26. Januar oder so. Ach, da steht ja sogar dabei. 27.01. Aber Braga kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Top-Transfers Diandi, James und Milinkovic-Savic. Ich frage mich ja, wer dieser Diandi ist. Ist vermutlich der Regen von Koulibaly. Das sollte stimmen. Ich weiß halt nicht, ob ich mit den 68 Millionen überhaupt irgendwas anfangen kann. Eigentlich wollte ich zwei so teure Spieler abgeben. Das hätte noch so viel Kohle eingebracht. Thuram wäre eine Option, aber der macht uns halt nicht wirklich besser. Das gleiche gilt für Meret, Chukwueze. Also wenn, dann brauchen wir nur so Leute wie Rodrigo, Trincao, De Jong. Aber die können wir uns halt alle noch nicht leisten. Und deswegen simuliere ich jetzt einfach direkt in den Sommer rein und hoffe, dass wir dann endlich Spieler losbekommen. Halt, halt, halt. Die Champions League wollen wir mal nicht vergessen. Wir sind zum ersten Mal in der K.O.-Runde dabei. Und wenn ich mir so unsere Gesamtstärken anschaue, wir haben da eine ernsthafte Chance. Es
geht los gegen den FC Bayern, endet mit 1:1. Das ist nicht unbedingt ein gutes Ergebnis für uns, denn jetzt müssen wir auswärts schon fast gewinnen. FC Bayern gegen Waterford FC, es endet 2:2 und das heißt, wir kommen eine Runde weiter durch die Auswärtstorregel. Ich spreche davon, wir müssen schon fast gewinnen und dann spielen wir natürlich unentschieden und kommen weiter. Ey, und was haben wir bitte für Gegner? Als nächstes Real Madrid und Cuesta ist gesperrt. Beginnt also unser Lieblingsgrieche vorne drin im Sturm. Der schießt kein Tor und wir verlieren mit 0:1. Und Cuesta ist auch fürs Rückspiel gesperrt. Und dieses Mal müssen wir halt wirklich gewinnen. Das ist unsere einzige Chance auf ein Weiterkommen. Ziemlich knapp am Ende ein Unentschieden. Das heißt aber, wir sind raus aus der Champions League. Aber kein Problem, nächste Saison greifen wir definitiv wieder an. Und bis dahin wird ja hoffentlich dann noch ordentlich transferiert. Dafür stehen wir mit Sicherheit in anderen Wettbewerben ganz gut da, in der Liga als Erster, ohne Niederlage. Pokal ist ja mal wieder noch nichts gespielt. Also jetzt Spieler verkaufen. Vorher wandle ich jetzt aber noch Cuesta um, denn der ist jetzt endgültig ein Stürmer geworden. Also spätestens jetzt kann man den Cholis abgeben. Sanket ist aber schneller und das bedeutet, dass ich Rösch von der Leihe zurückhole. Das hat uns kaum Geld gekostet. Wir stehen aber jetzt trotzdem bei 108 Millionen Euro Transferbudget und brauchen keinen weiteren Spieler. Das ändert sich natürlich durch den Verkauf von Cholis. Jetzt zum Glück muss ich den seinen Namen jetzt nicht mehr öfter sagen. Ich spreche den safe falsch aus. 145 Millionen Euro. Und ich kaufe mir wahrscheinlich einen weiteren äußeren Mittelfeldspieler. Am ehesten einen, der natürlich auf der linken Seite agieren kann. Und da ist Francisco Trincao einfach die beste Option. Ich weiß, er kann jetzt nicht direkt im linken Mittelfeld spielen. Dafür auf dem linken Flügel. Aktuell hat er -1 auf der Position. Ist damit auf alle Fälle besser als Petri. Und ich werde ihm jetzt natürlich noch linkes Mittelfeld beibringen. Was 2 Jahre dauert. Das ist schon irgendwie unnötig lange. Das restliche Geld hebe ich mir auf, vor allem für einen Innenverteidiger, denn Empedu wird es mit dem Vorvertrag kostenlos verlassen. Ich konnte seinen Vertrag leider nicht verlängern aus irgendeinem Grund. Wird halt nur richtig schwierig, den irgendwie zu ersetzen. Ich habe gerade auch wieder alle Top-Ligen durchgeschaut. Aktuell gibt es da keinen Spieler mit Freigabesumme. Ich meine, es könnte sich natürlich noch ändern, aber ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen, weil es in der Champions League Gruppenphase nicht so gut lief. Wir haben uns trotzdem fürs Achtelfinale qualifiziert, spielen dagegen Bayern, wurden nur Zweiter in der Gruppe mit 8 Punkten. Die Liga gewinnen wir natürlich, auch den Pokal mal wieder. Aber wie kann denn bitte diese Mannschaft nur 8 Punkte in der Champions League Gruppenphase holen? Gebt euch einfach diese Mannschaft. Dazu noch die Bank und der automatische Trainer kann da gar nicht so viel kaputt machen. Also das ist schon echt mal wieder ganz seltsam. Kut und Demir schießen beide 30 Tore. Kut gibt noch dazu 18 Vorlagen. Der ist definitiv einer der besten Spieler der Welt hier mittlerweile. Das ist einfach so dermaßen eskaliert mit dem Typen. Wir bekommen jetzt wieder Geld und hatten ja auch noch 50 Millionen übrig gelassen. Das neue Budget liegt bei 107 Millionen. Also theoretisch sollte man damit definitiv einen guten Innenverteidiger bekommen. Aber das gilt halt alles erstmal nur in der Theorie, weil aus den Top-Ligen kommt ja wahrscheinlich kein einziger Spieler in Frage. Den Bondo werde ich endlich los. Der war auch eine richtige Kaderleiche. Den habe ich irgendwann ganz am Anfang mal gekauft. Der hat sich einfach 0,0 entwickelt. Und ich habe tatsächlich 2 Innenverteidiger gefunden, die wir kaufen können. Ich habe alle Spieler durchgeschaut mit dem Potenzial von mindestens 85, die noch ein halbwegs brauchbares Alter haben. Und auf dieser Suche dachte ich, dass ich Rekik und Kouassi gefunden habe. Aber Rekik kommt einfach auch nicht in Frage, weil der zu wichtig ist für seinen Club. Und jetzt bleibt nur noch Kouassi. Der spielt mit Sheffield in der 2. englischen Liga. Das ändern ich und mein Zwillingsbruder jetzt mal ganz schnell. Ab sofort spielt der Franzose für Waterford FC. Und es war halt wirklich der einzige Innenverteidiger, der uns irgendwas bringt, den ich bekommen konnte. Also allein daran merkt ihr, wie schwierig es ist, Spieler zu verkaufen. Beziehungsweise dann irgendwoher einen guten Ersatz zu bekommen. Einfach weil ich es kann, habe ich jetzt noch Alex Meret eingetütet. Es war noch Geld da und es schadet ja nicht, einen besseren Backup-Keeper zu haben. Auch die Wintertransferphase 2028 war damit mal wieder eine ziemlich erfolgreiche. Der Cristiano Ronaldo Regen spielt jetzt endlich nicht mehr bei Köln. Und für uns geht es jetzt direkt weiter mit der Champions League, mal wieder gegen den FC Bayern im Achtelfinale. Und los geht's. Unser Top-Team ist am Start. Hinspiel gewinnen wir direkt mit 3:1. So muss das sein. Ich habe keinen Bock drauf, dass es wieder so knapp wird wie letztes Jahr. Und das wird's nicht. 1:1 im Rückspiel. Wir kommen relativ entspannt weiter ins Viertelfinale. Was ist das denn bitte für ein Gegner? LOSC Lille im Viertelfinale der Champions League. Letzte Saison mussten wir da einfach gegen Real Madrid ran. Und man sieht, das ist eine leichtere Aufgabe. Starten mit einem Auswärtserfolg. Und jetzt müssen wir es zu Hause eigentlich nur noch höchst souverän runterspielen. Das gelingt uns. 3:1 ist einfach unser Lieblingsheimergebnis in der Champions League. Und damit sind wir halt auch schon im Halbfinale. Der Gegner heißt FC
FC Barcelona. Bei uns ist Dedic leider gesperrt, deswegen spielt Bone rechts hinten. Barca hat Spieler wie Dembele, Martinez, Sterling, Barella, De Jong, Merino. Also das ist eine richtig, richtig kranke Mannschaft und gegen die verlieren wir zu Hause. Heißt, jetzt muss mal wieder das Lieblingsergebnis her. Aber 2:0 passt auch. Ich meinte natürlich ein 3:1. Aber auch mit dem 2:0 machen wir den Finaleinzug klar. Und unser Gegner dort wird natürlich Real Madrid heißen. Die sind auch im Jahr 2028 immer noch absolut krass. Ich habe richtig Bock, mit dieser Mannschaft gleich selbst zu spielen. Leider ist Amini halt gesperrt. Und die anderen sind alle nur halb fit. Also das könnte schon zum Problem werden. Wir schauen uns noch kurz die Ligatabelle an. Weil ich werde dann nachher nicht mehr die komplette Saison durchsimulieren. Weil ich meine, was wird da schon großartig passieren? Wir werden halt wieder jeden Wettbewerb gewinnen. Also Liga und Pokal. Teamstatistik gibt es aber noch. Der aktuelle Top-Torschütze ist natürlich mal wieder Kut. Der hat eine 95er Gesamtstärke. Es ist so geisteskrank. Also generell mit der Mannschaft, selbst wenn nicht alle fit sind, musst du die Champions League gewinnen. 8,5 Jahre hat es gedauert, doch jetzt sind wir hier in der Johann Cruyff Arena zum Champions League Finale. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe richtig Bock auf diese Partie. Vor allem, weil wir so eine geile, so eine interessante Mannschaft haben. Mit fast keinem einzigen Standardspieler. Trincao ist halt so einer, der wird gerne mal verpflichtet. Aber ansonsten ist es richtig kreativ. Und es ist sogar einfach ein Spieler drin, der von Beginn an dabei ist. Und es handelt sich dabei natürlich um unseren rechten Mittelfeldspieler. Alistair Kut. Dieser eine italienische Innenverteidiger ist leider gesperrt. Deswegen beginnt Bayram neben Astals Barrera hinten drin. Die sind bei uns jetzt fast alle nicht ganz fit. Aber zumindest für die erste Halbzeit möchte ich trotzdem die besten Spieler auf dem Feld haben. Gegen dieses absolut krasse Real Madrid. Schwierigkeitsgrad ist Legende. Ihr kennt es aus meinen anderen Karrieremodus-Videos zurzeit. Das wird mit Sicherheit keine einfache Geschichte. Wobei wir hier natürlich schon ein ganz anderes Spielerkaliber haben. Das geht ja perfekt los, Demir. Achte Minute 1-0. Es ist ein simpler Steinpass durch die Mitte, da wunderbar durchgesteckt. Sein Tempo ist natürlich brutal. Also wahrscheinlich bei fast allen von unseren Spielern. Ich habe es jetzt vorher nicht nochmal extra nachgeschaut, aber davon kann man halt einfach mal ausgehen. Und weiter geht's. Sehr viel Platz für Cartagena, unseren Sechser. Und der schießt das 2:0. Ich sag's euch, die Qualität der Spieler macht so einen riesengroßen Unterschied. Es ist so viel einfacher, so viel entspannter im Vergleich zur Leeds-Karriere. Gut, komm, jetzt zeig, warum du so eine hohe Gesamtstärke hast. Das ist gut, das ist ein Traumabschluss. Noch vor der Pause das 3:0. Das Tor hat eine, ich würde schon sagen, Vereinslegende erzielt. Ich meine, wenn du mit so einer niedrigen Gesamtstärke anfängst und dich am Ende zum besten Spieler bei der Champions League Finalteilnahme entwickelst, dann kannst du nichts anderes als eine absolute Vereinsikone sein. Und ja, ich weiß, Früchtl hat die höhere Gesamtstärke, aber der ist ja ein Keeper, das zählt nicht so richtig. Ich werde halt jetzt dann relativ viel auswechseln müssen. Trincao kommt nochmal, schießt das 4:0. Kurz darauf der Dreifachwechsel. Also für die Leeds-Karriere ist die Schwierigkeit halt echt perfekt aktuell. Aber ihr merkt, wenn du so eine gute Mannschaft hast, was bei Leeds ja vielleicht auch noch irgendwann passiert, dann muss man da vielleicht doch nochmal ein bisschen was anpassen. Trincao schießt noch das 5:0 und das geht so. Steilpass, Steilpass, Lupfer. Real Madrid hat halt einfach nicht den Hauch einer Chance. Freut mich, dass der Jugendspieler Rösch auch noch trifft. Und so gewinnt Waterford FC mit 6:0 das Champions League Finale und holt damit den Henkelpott. Richtig, richtig geile Geschichte. Und damit kommen wir bei diesem absoluten Mammutprojekt endlich ans Ziel. Ich sag's nochmal, 8,5 Saisons, eine richtig geile Mannschaft mit absolut geisteskranken Gesamtstärken. Also das ist mit denen kein großes Problem, sein sollte die Champions League zu gewinnen, war ja eigentlich klar. Für die nächsten Spiele nichtsdestotrotz werde ich mir überlegen, auf Ultimativ zu stellen oder ich probiere den Wettkämpfermodus wieder aus. Stiller war der Kapitän hier und heute. Angelo Stiller, wie heftig ist das denn bitte? Der Kapitän von Waterford FC gewinnt die Champions League mit dem schlechtesten Verein in ganz FIFA 21. Zu Beginn waren sie die schlechteste Mannschaft, jetzt ist es definitiv die beste Mannschaft. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst auf keinen Fall einen Daumen da zu lassen. Allein die Aufnahme war ein riesengroßer Aufwand über mehrere Tage. Ich habe es ja zwischendrin auch immer wieder gesagt. Und jetzt muss ich das Ganze halt auch noch schneiden. Also ich habe zwischendrin auch immer mal wieder ein bisschen was geschnitten, aber es fehlt immer noch extrem viel. Es werden immer noch ganz, ganz viele Stunden Arbeit. Aber am Ende habt ihr hoffentlich ein richtig, richtig geiles Video am Start. Also ich weiß, ich persönlich würde mir das auf alle Fälle reinziehen. Vor allem ist es so gut gelaufen, finde ich. Weil es halt echt ein richtig interessantes Team wurde. Mit Jugendspielern, mit Spielern, die von Beginn an dabei waren. Einem 96er Früchtl im Tor. Und halt auch generell Spieler, die ich noch nie in der Karriere so hatte. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns direkt beim nächsten. Bis dahin, euer Bernd.
Huha, was ein Ding. Aber es hat halt echt richtig, richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, es gab schon so Phasen, wo mir Splinto, glaube ich, ein bisschen zum Hals rausgehangen sind. Aber gerade jetzt zu Beginn von FIFA 21, so ein Team von ganz unten zu nehmen, macht schon echt Fun. Also vielleicht habt ihr auch mal Bock, probiert es aus. Letztes Video von mir gibt es übrigens da drüben, darunter noch ein anderes Video und auch in die Infokarte weitere Videos und alle Splinto Glories von mir. Also eine ganze Playlist meine ich damit halt.